Herr Hollervorn, wie sind Ihre Erwartungen für die neue Saison am Schlossparktheater? Was Zuschauerzahlen betrifft, was den Publikumserfolg betrifft, was die Stücke betrifft. Ja, wir starten jetzt gerade in die 7. Spielzeit unter meiner Ägide. Und natürlich hofft man immer, dass man sich von Jahr zu Jahr steigert. Das haben wir bisher auch getan. Ich hoffe, dass es auch weiterhin passiert. Wir garantieren einen Spielplan unter dem Motto Geist mit Humor. Also ich glaube, dass man sich hier nicht unter seinem Niveau unterhalten wird. Zumal wir im Beginn gleich zu Anfang mit Amadeus, ein Stück, das gleichzeitig lebt von der göttlichen Musik von Mozart. Ansonsten, ich werde auch wieder auf der Bühne stehen mit einem Stück von Gerhard Hauptmann vor Sonnenuntergang. Das wäre meine nächste Frage gewesen, die Sie ja jetzt schon beantwortet haben. Wann ist das Stück im Theater zu sehen? Also meine Premiere von Vor Sonnenuntergang von Gerhard Hauptmann übrigens wird am 16. Januar sein, also Anfang des nächsten Jahres. Eine Rolle, die ganz aus dem herausfällt, was man vielleicht normalerweise von mir erwartet. Und genau deswegen habe ich auch dieses Stück gewählt. Gibt es beim Spielplan der neuen Saison ein bestimmtes Stück, das Ihnen besonders am Herzen liegt, worüber Sie sich besonders freuen, dass Sie es aufführen dürfen, dass Sie die Rechte bekommen haben? Oder weil es Ihnen besonders Spaß machen wird? Wir haben glücklicherweise die Rechte bekommen für das Stück Einer Flug übers Kuckucksnest. Und das ist ein Stück, auf das ich mich besonders freue, weil natürlich schon der Titel ein Star ist. Und weil ich glaube, dass die Leute da nochmal als Zuschauer voll auf ihre Kosten kommen. Am Sonnabend hat Amadeus Premiere, gleichzeitig ist Ihr 80. Geburtstag. Wie werden Sie den begehen? Ich habe mich entschlossen, und zwar mit großer Absicht, an dem Tag eben Gast zu sein in meinem geliebten Schlossparktheater, mir die Inszenierung anzugucken von einem Stück, das ich ja selbst nun ausgewählt habe und so heiß die Premiere herbeisehne. Sicherlich werden dann Gäste da sein, ich weiß aber nicht, wer eingeladen worden ist. Wer also kommt, das wird für mich eine Überraschung sein und da ich Überraschungen liebe, ist mir das auch recht so. Ja. Sie blicken auf eine sehr lange Karriere zurück. Was würden Sie sagen, waren die Höhepunkte? Was würden Sie wieder so machen? Was vielleicht gar nicht so mehr machen? Wissen Sie, wenn ich jetzt meine Karriere beschreiben soll, habe ich bestimmte Schwierigkeiten, weil ich bin ein Mensch, der immer der Zukunft zugewandt ist. Das heißt, was in der Vergangenheit passiert ist, interessiert mich eigentlich gar nicht so sehr. Und ich glaube, das ist auch ein Prinzip, wenn man mehr Freude an der Zukunft hat als an der Vergangenheit, das zeigt, dass man noch nicht zu alt geworden ist. Sie haben zuletzt Honig im Kopf mit Til Schweiger gedreht. Der Film war sehr erfolgreich. Haben Sie das so erwartet? Also, wenn man eine Arbeit beginnt, ist es ja immer so, dass man erstmal erhofft, dass man sowohl von der Auswahl, diese Rolle spielen zu wollen, als auch von dem Geschmack, den die Zuschauer haben, richtig liegt. Letztendlich sind die Zuschauer ja der Zensor für das, was man als Schauspieler macht. Und wenn dann dieser Film Honig im Kopf von 7 Millionen Zuschauern gesehen wird und die einem begeistert schreiben und die Kritik auch noch gut ist, dann scheint man ja nicht alles falsch gemacht zu haben. Am Sonnabend war zu hören, dass die ARD das Programm extra ändert und einen Film zu ihren Ehren bringen wird. Können Sie darüber etwas erzählen? Ja, wir haben einen Film gedreht, der heißt Rutzpe. Das ist die Verfilmung eines Weltbestsellers von der Lilli Brett. Und ich spiele einen Holocaust-Überlebenden, der nach 40 Jahren, in denen er in Australien gelebt hat, sich entschließt, doch nach Deutschland zurückzukommen, sein Leben nochmal umzukrempeln, nochmal ganz von vorne anzufangen. Jemand, der einem die Philosophie hat, das Glas ist immer mindestens halb voll, niemals halb leer. Und der einfach zeigt, wie man sein Leben auch im hohen Alter nicht fremd verwaltet lebt, sondern ganz eigenhändig gestaltet. Ein Typ, der einfach geborener Optimist ist, also extra mal eine Rolle, die ganz im Gegensatz steht zu Honig. Nachdem Sie zuletzt Rollen gespielt haben, die man vielleicht von Ihnen nicht so erwartet hat, die aber alle sehr erfolgreich waren, Preise gebracht haben, gibt es noch Pläne, was Sie
noch vorhaben zu machen? Denn sind Sie gerade angestachelt durch den Erfolg vielleicht auch? Ja, natürlich habe ich Pläne und natürlich wäre es schön, wenn es auch in dem Weg weitergehen würde, wenn Lyrics das nächste Ziel noch ein bisschen höher liegen könnte. Aber da kann ich nur sagen, die Spielfreude ist nach wie vor da, die Gesundheit auch und die Neugier sowieso, nur her mit den Drehbüchern. Weil ich kann ja nur spielen, was man mich spielen lässt. Dann bedanke ich mich für das Interview und wünsche Ihnen viel Erfolg am Sonnabend. Okay, bis dahin.